Zack. Nice. Man hört nur die Hupe und sieht ihn da hinten. Hallo! Hallo! So, ich steige jetzt durchs Kanonenrohr ein. Mach das. So, noch nicht schießen, erstmal wollen wir schauen, ob wir Sneaky dürfen. Falls nicht, dann Cargo Bobs! Cargo Bobs! Also, die haben Cargo Bobs! Nicht mehr lange, nehme ich an. Ich gehe auch noch, dass es nicht mehr lange haben. Sekunden. Dürfen wir hier? Hallo? Guten Tag? Okay, dürfen wir nicht! Nein. Den muss ich mir auch noch wieder kaufen, ne? Den kann Jolly. Mhm. Ich bin mal vorsichtig mit der Kanone, aus dem einfachen Grund, dass wir nicht wissen, ob wir nicht den Bohrer irgendwie aus Versehen zerstören können. Neven, der Bohrer liegt da hinten. Wo? Auf der Kiste. Hinter den Gleisen. Okay. Warte, wir lassen Luft dann gleich kurz mal den Bohrer holen. Du darfst Luft? Jetzt steige aus. Ja. Drücke F, immer noch. Ja, es weiß. Es hat nur F gedrückt. Es gibt zwei Bohrer. Ja, reagiert. Hier gibt's noch einen. Hm. Oh, warte mal, lass mich mal kurz aussteigen. Jo. Was? What? Ich geb dir gleich Asshole, Alter. Nein, tu das nicht, Bermo. Doch, ich habe ihm einen Kopfschuss gegeben. Ah, ich habe ihn gefunden. Wunderbar. Ich komme wieder rein. Yo. Ach, kein Wunder, dass er drin ist. Der Cargo-Bob ist unzerstörbar. So, kann Lester die uns jetzt vom Hals schaffen? Ansonsten rufe ich gleich wieder unseren CEO-Buzzard. Ich prüfe. Lester, du altes Kacke-Kind. Wir können auch Pavel anrufen. Ja. Ich bin mir sicher, was es bringen würde, aber ja, wir können Pavel anrufen. Nein, Lester kann nicht. Okay. Bermo, rufst du CEO Buzzard? Ich gebe sozusagen den Feuerschutz. Mitarbeiterfahrzeuge. Buzzard ist gerufen. Buzzard ist, oh, guck mal da, hinter uns. Wunderbar. Fliegst du, dann gebe ich so lange mit der Kanone Feuerschutz. Verzeihung. Okay, dann müssen wir das, glaube ich, direkt machen, so. Okay. Doch, jetzt fliegst du doch. Ja, weil sie uns ein bisschen festgebackt hatten und die Polizei dann ein bisschen zu nah bei dem Buzzard stand. Da konnte ich mit der schweren Kanone nicht schießen. So, tschüss, ihr Lappen! Adios! Bam, bada, bam, 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 bam. So, zumindest müssen wir uns mal keine News-Outfits klauen oder sowas. Hm. Ich mach mal die Raketen aus, so. Wir müssten schneller sein als die Polizeihubschrauber, deswegen... Gib Gas, Buzzard! Gib Gummi! Wir sind zwar schneller, aber die teleportieren sich einfach neben uns. Ja, wie sie so gerne tun. Ihr dreisten Drecksäcke! Warp-Geschwindigkeit. Das wäre jetzt hilfreich. Ich stopp erstmal meine 14.000 Kleingeld in meine Tasche. In mein Handy. Ich würde mir ernsthaft Gedanken machen, wenn da so vier Sternzerstörer aus dem Hyperraum gesprungen kommen.
Wenn wir direkt vor uns stehen. Fupp, 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 fupp. Hello there. Und da wird einfach nur so ein Banner ausgehängt. Es ist Zeit für Order 66. Oh, no. Oh shit. Oh, no. Ja. Wer hat Palpatine freigelassen? Nicht schon wieder. Okay, wisst ihr los? Hey, guck mal, Messbildschauer. Wenn jetzt ein Polizeihubschrauber antatscht und wir deswegen der Sterne bekommen, dann begehe ich Genozid. Begehst du was? Genozid. Achso. Was sonst hätte ich begehen sollen? Suizid? Das wäre ein bisschen selbstverständlich. Nee, ich hab nur Anonid verstanden. Achso, dann begehe ich Anonid. Anonid ist jetzt das offizielle Wort für einfach einen Mord und sämtlichen Polizisten im Umkreis von 40 Kilometern durchzuführen. Das sind ein bisschen virtuellen Polizisten, aber ja. Hey Eisen, weißt du, was? Wer sagt virtuell? Oh. Ja, Bermo? Wir sollten eventuell nochmal wieder auf unseren Minecraft-Server gehen. Der existiert, ja. Der existiert tatsächlich. Ich müsste ihn nur rebooten. Da sollten wir durchaus mal wieder vorbeischauen. Die Leute vermissen es bestimmt sehr nicht. Ich hätte ein klein wenig Angst vor diesem Hund. Vor dieser Hunde-Schar. Hunde was? 72.000 Hunde. Das nächste benötigte ist diese komische Nanodrohne. Ja, Nanodrohne. Keine Ahnung, ob wir die jemals benutzen müssen, aber. Ja. Oh, ich hole die im Osten. Da, da, da. Lade bisschen. Ich rufe den Oppressor. Okay. Wer geht. Okay, wer geht dahin? Dann geht es dahin. Wenn ihr schafft, aus der Luft zu fischen, einfach so? Ich hab Lenkraketen. Oder so? Und Miniguns. Ist, war noch nicht mal da und jetzt hab ich schon die Cops am Hals. Ah, oh, schön, du hast sie schon umgebracht. Yay. Das war die du wolltest? Ja. Ach so. Was glaubst du, wo es mit meinem Go-Kart sonst hinfahren könnte? Das ist gut, du kannst diese Teile trotzdem aufsammeln. Ja, nein, weil ich jetzt von Polizei umrungen bin. Schon wieder. Du hättest mich wenigstens dahin fahren lassen müssen. Verzeihung! Dass wir aber alle die Stelle bekommen, ist ein bisschen ärgerlich und das ist, dass sie sofort so dermaßen ausrasten, auch traurig. Und die Sache ist, du hast es schon aufgenommen, kann es sein? Nein, hab ich nicht. Ich hab noch gar nichts aufgenommen, das hängt in der Luft. Nee, es meinte Neven. Ach so, bei mir hängt es übrigens in der Luft ab, ne? Ach so! Es hängt ab. Nisselt es am Boden. Nein, mein Fahrzeug wurde beschlagen, ich hasse euch. Während der Mission beschlagen, das ist doch alles Ketzerei. Hier irgendwie. Ja, hier die Drohnenteile liegen in der Luft ab. Hier. Ah! Wurde überfahren! Leute, ich brauch kurz euer Auto. Ich muss da was ausmachen. Okay, man kann mehr als eine mittragen. Auf einmal, das ist schon mal gut. Ich muss mal eben kurz meinen Mechaniker anrufen. Was mit wo? Da ist es! Und es kommt mit dem Gokartnis hoch. Na, scheiß drauf. Ja, ich weiß, dass es tot bin. Danke für die Bescheidgabe. Ja, ist es nicht der Job eines Polizisten, nicht zu schreien, dass du tot bist? Moment. Sondern einen festzunehmen? Nein. Nein, du musst schon.
Du musst schon einfach sterben. Ich finde so Lust ist. Ich finde so Lust, wie die Cops sofort einen hier umbringen wollen. Ja. So, dann kann ich gleich das komische Teil aus der Luft fischen. Oh, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Den ich gleich bereuen werde. Aber wenn ich mich Rest erinnere, war hier kein Absprung. Aber dann mach es mir einen Absprung. Ah, Ben, hast du gekriegt? Na, nachdem ich mir deine Impressor geholt habe. Ach so. Komm, wir treffen uns am Eastbank Tower. Alles klar. Hey. Warte. Mein Tipp. Ach, schüttel die Cops ab. What? Lester, warum stalkst du immer noch Leute? Warum stalkst du immer noch Frauen, Lester? Du hast doch inzwischen jetzt, zu den alten Gewohnheiten sterben. Doch scheiße, scheiße, oh nein! Oh, das ist doch ein Witz! Nein, ist die Leiter! Nein, ist die Leiter! Aua. Nein, oh, dann nimm die fucking Leiter. Sorry. Tot. Scheiß Leiter. Oh, das macht mich heute so salty. Ich komm dir den Drohnenteil abholen. Und es mag es, sollte so sein. Ja, ist schön, toll, danke. Hauptsächlich, weil ich sternlos geworden bin. Ich mag es nicht, salty zu sein. Ich bin eher alles, ich hasse das Gefühl. Aber das macht mich so pissig. Wo um alles in der Welt? Ach so, auf dem komischen Tanker. Genau, weil ich wollte die Leiter nicht benutzen, weißt du? Ja. Ich wollte daran vorbeilaufen, aber die hat nichts gemacht, außer an dieser Leiter zu hängen. Fucking Leitern. Was für Bullshit. Schöne. Ui. Nichtshaltige Gedanken. Schöne, nichtshaltige Gedanken. Och man. Frühstückslocken. Denn Frühstücksflocken sollten selten salzig sein. Wenn die sind, dann schmecken sie nicht. Soll ich dir eine Einladung ins Casino gehen, die Spielhalle geben, Luft? Ja. Ja. Alles gut. So. Oh Gott, nein, ich habe für Leute bezahlt. Aber Alter, das macht mich heute, das macht mich mega frustriert heute. Gut. EMP-Gerät klingt gerade sehr gut, nicht wahr? Wie viele Sachen brauchen wir eigentlich noch? Brauchen. Sau viel, was also, wir heute machen müssen. Wir brauchen tatsächlich nichts mehr an dem Punkt. Ich dachte, wir wollten nur die Patrouillen-Dinge suchen, aber nein, wir müssen ja noch all diese Vorbereitungsmissionen machen, was total Bullshit ist, weil diese Vorbereitungsmissionen einfach scheiße sind heute. Patrouillenrouten sollten wir machen. Dagens Lieferung sollten wir auch machen, tatsächlich, wegen der Patrouillenrouten, elektrische Bohrmaschinen. Wir sollten alles noch machen, tatsächlich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das Einzige, was man sich spart, ist das Ausspähen. Nein, wenn man ganz genau weiß, wie man vorzugehen hat, wenn man es oft genug gemacht hat, dann kann man sich zum Beispiel Sachen wie die Lieferung oder das EMP-Gerät und solche Sachen komplett sparen. Also aber all da wir absoluten diese 8 Kästchen müssen wir noch machen. Was? Welche 8 Kästchen? War optional. Nein, wir müssen 6 Sachen noch machen. Wir haben zwei bei Allgemeine. Das macht's ja so viel besser. Und hier noch. Aber das liegt ja daran, dass wir halt absolut unerfahren sind und keine Ahnung haben, wie alles funktioniert. Deswegen. Vielleicht gönn ich mir eine 5-Minuten-Pause und machen mir einen Tee. Okay, mach das, während wir das EMP-Gerät beschaffen. Okay. Alter, das. Ja. Es wird umgebracht von den Bullen, ich seh's und komm. Okay, bis gleich. Dann setz dich irgendwo hin. Das erzählt Lester uns gleich, weil fertig ist zu labern. Oh, Lester.
Ja, wie gesagt, hätten wir ausnehmend Übung in diesem Heist und würden jeden Schritt schon kennen, dann müssten wir natürlich die Hälfte der Vorbereitungsmission nicht machen. Weil wir sie einfach umgehen könnten. Karob, oh nein! Okay, wir müssen den MP mit dem Cargo-Bob aufheben und zu uns rüber transportieren. Lester, ich hasse dich. Klingt lustig. Du kannst eigentlich schon im nördlichen Bereich irgendwo bleiben, Bär, wo ich gerne einfach den Cargo-Bob holen. Oder so? Du weißt, dass wir auf gleicher Höhe sind? Ja. Was ist, wenn ich den Cargo-Bob fliegen will? Weiß nicht, möchtest du wirklich die Mühe machen, diese eine komische Scheißteil in den Haken genommen zu kriegen? Ich stehe den Cargo-Bob. Dürfen wir das Sneaky machen oder nicht? Ich gehe von einem harten Nein aus. Nie im Leben. Nie im Leben, die sehen alles, alle da. Nee, der Cargo-Bob ist permanent gesehen von Leuten. Und sofort rasten alle aus. Ihr habt das nicht gesehen, ihr habt das nicht gehört. Alter, instant gestorben. Also, kommst du mich abholen? Ich komm dich abholen. Voll nett von dir. Immer doch. Starten. Danke, Cargo-Bob. So. Und jetzt müssen wir zur Ulsa fliegen. Ulsa. Zur Universität. Ulsa, das klingt wie so eine Krankheit. Ja, irgendwie schon. Ich bin an Ulsa gestorben. Schrabber. Scheiß auf Covid. Ulsa ist krasser. Ja. Ulsa gibt dir gleich den Chuck Norris. Gedenki. Leberhaken. Oder so. Nein, für die Bud Spencer Gedenkstelle ist Ulsa nicht krass genug. Das ist allerdings wahr. Der 7 Sekunden Narkosehammer. Auch von dem hätte ich echt keine gezimmert kriegen wollen. Oh nein. Sie schießen schon uns. Was für dreckige Ständen, Bärbo. Kümmere dich um sie. Ich komme nicht dran. Einer lebt da noch irgendwo, oder? Nö. Ist doch da. Ich komme nicht dran. Na, du bist auf der falschen Seite. Aber egal. So, wir leihen uns das. Tschüss. Wir leihen uns das den Nuklearsprengkopf. Don't drop it. Weißt du... Komm, den hätten wir uns auch in die Tasche stecken können. Weißt du, wie unglaublich versucht ich gerade bin, das Teil einfach irgendwo fallen zu lassen? Das Teil sieht wirklich aus, als ob es ein Nuklearsprengkörper wäre. Ja. Wieso haben wir jetzt Cops? Lustiger wäre es jetzt einfach. Was dann? Jetzt müssen wir schon mit den Bullen loswerden. Ja, natürlich. Ich guck mal, ob Lester was zu bieten hat. Bitte, Lester. Mach dich einmal in diesem Heiß nützlich. Den mit dem Cargo-Bob loszuwerden, ist doch die Krätze. Nein, lässt das wieder nutzlos. Ach Gott. Aber wir können vom Radar verschwinden.
Das wird bestimmt sehr viel helfen gegen die Bullen, die irgendwie telepathisch wissen, wo wir sind. Was ist der Hubschrauber denn da hinten? Nicht verschwinden. Okay. Und wir fliegen in genau... Wir kommen zurück. Und wir fliegen genau in so einem... Ja, den Heckrotor, den braucht ihr nicht mehr, habe ich gehört. Leute, wenn ihr weiter so macht, dann jage ich euch das Teil einfach direkt in dieses komische Teil in euren Hubschrauber rein, dann könnt ihr sehen, was passiert. Wie will man die mit dem Cargo-Bob abhängen? Ich steig einfach jetzt geradeaus da oben die ganze Zeit. Deren Hubschrauber sind schneller als unserer. Ach. Schieß den Hubschrauber ab. Fick ihn aus dem Himmel. Oh, er brennt. Das ist aber schade. So. Und dann kommt der nächste. Voila. Na gut, solange wir auf die schießen, werden wir natürlich nicht abhängen. Boah, wie hängt mein Hubschrauber ab, der schneller ist als man selbst? Ich würde fast sagen, gar nicht. Oder? Alter! Mann, flieg noch mal runter zum Flughafen. Ich hole mal einen Impressor. Deckung geben, meinst du? Kannst du einen Impressor inzwischen anfordern? Ja. Kannst du bei jeder Straße inzwischen machen? Am Flughafen bin ich noch ein bisschen geschützt. Da müssen wir die ganze Zeit zum Flughafen nicht zurücklegen. Der ist noch nicht vor. Ja. Du kannst ja dann wieder zurückfliegen. Wir müssen ja dann sowieso wieder erstmal die loswerden. Ja. Oh, wie lästig seid ihr! Also nach diesem Heißen will ich lästig in die Fresse hauen einfach. Mhm. Absolut. Er gibt uns wirklich nur die beschissensten. Der kann sich nach dem Heist erstmal meine Klabusterbärchen gönnen. Alter, verzieht euch! Er gibt uns die beschissensten Missionen. Er gibt uns die beschissensten Missionen. Es ist so ein exorbitant nervig. Ja. Deswegen habe ich mir 5 Minuten genommen. Gemacht. Haben Sie mich gesucht, Sir? Ich laufe jetzt einfach an Ihnen vorbei, als wäre nie was gewesen. Ach, wie habt ihr uns jetzt gesehen? Wir waren nicht im Kegel drin. U-Bahn-Tunnel sind schon was sehr Schönes, ne? Ja, genau. Wir sollten auf jeden Fall mit dem Cargo in den U-Bahn-Tunnel reinfliegen. Das wird helfen. Nee, ich bin in den U-Bahn-Tunnel geflohen, um abzuhauen. Damit die mir aufhören, mich umzubringen. So, wir müssen hier in der Nähe sein, Bermo. Viel Spaß. Dann bin ich gerade im Rauslaufen. Ein Polizist wurde von der U-Bahn überfahren und der andere läuft neben mir raus. So, jetzt befassen sie mit Bermo und ich kann mich verziehen. Solange ich in der unmittelbaren Nähe bleibe, damit der Helikopter nicht für mich neu spawnt. Solange er dich nämlich jagt, verfolgt er mich nicht. Und wenn ich mich zu weit weg entferne, kommt für mich ein neuer. Deswegen ist das gerade ganz gut so. Komm, verfolgt den Bestatter. Oh nein. Sag bitte nicht mein Fahrzeug oder du wirst schlagnahmen. Höchstwahrscheinlich, du wirst mehrmals erschossen. Nee, das steht da. Okay, ich bin sie los. Einfach so. Mitten auf der Straße. Lester, ich schlage dich.
Nein, nicht den! Na gut, dann halt den. Schrabber, 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 schrabber. Okay, Zeit, mich hier hinzusetzen. Meine Bushaltestelle. So, ich hätte gerne. Und den ganzen Weg mit dem viel zu langsamen Cargo Bob in Richtung Umspannwerk. Ich glaube, Lester möchte gerade vor seiner neuen Freundin einfach nur angeben und deswegen schickt er uns auf die beschissensten der beschissenen Missionen. Ja. Okay, er wird in einer Sequenz abgeworfen. Das heißt, ich muss nicht Gefahr laufen, ihn kaputt zu machen und essen mir jetzt immer seinen Kartoffelchip. Knorps, Knorps. Der EMP ist abgeliefert. Gute Ablenkungsarbeit, Bermo. Ja, das war doch ein guter Plan. Ja. Den Hubschrauber die ganze Zeit abzulenken, wie. Aber wie der hinterher geflogen ist die ganze Zeit. Ich brauch den Cargo-Bob nicht mehr. Mit dir will ich nicht mehr spielen. Luft? Ja. Warum? Was sind da Rettungskräfte? Keine Ahnung. Au. Aber es kann ganz offensichtlich sagen. Au! Guten Tag! Es kann ganz offensichtlich sagen. Was ist hier passiert? Ich hab ein Nist angefangen. Ich wollte nur, dass der Typ mir ja, platzt, damit ich mich hinsetzen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, wovon du redest. Magst du mir das erklären? Was ist das? Das da? Ja, genau, das. Du meinst wirklich das da? Ja, genau, das Ding da. Was da so quer über dem Haus hängt. Bushaltestellendeko. Macht der Feuerwehrmann erstmal so eine Rolle. Oh, der Rettungsdienst wird an der Seite geschoben. Ja. Keine Sorge, waren nur ein paar blaue Augen. Aber die haben es zuerst angegriffen. Ich glaube dir. Ich bin nur gegen eine Person gelaufen, damit die vom Stuhl runtergeht. Und verkannt ist und es an, dass sie beleidigt ist, weil es will, weil es mich da hinsetzen will, weißt du? Jetzt fange ich an zu essen, ist unglaublich. Was ist denn mit euch? So. Ich weiß, es könnte daran liegen, dass da ein Fluggerät hinter der Bushaltestelle steht. Das muss dahin. So, erstmal das Sprunk und dann zur nächsten Mission. Schön aufs Sofa werfen, ganz genau. Das Sofa ist ruiniert. Oh nein. Einbruchsanzüge. Natürlich wollen wir Nachtsichtgerät haben, wenn wir den EMP zünden. Mit dem EMP haben wir, glaube ich, weniger Kameraprobleme. Oh nein. Wir müssen Meriwether besuchen gehen. Winter, Forts und Kulo? Meriwether hat nichts bei Forts und Kulo zu suchen. Wer bekommst du mit? Ich nehme den Oppressor aus Sicherheitsgründen. Alles klar, du meinst, weil der Hubschrauber gerade am Qualmen ist? Nein, nein, nein. Weil 72 Zivilisten sich da reingecrasht haben und eine Tür fehlt. Was? Nein, nein, der fliegt noch. Wow. Herr Bermo. Ich sehe mich schon in dem Rotor. Wenn der abstürzt, sollte hole ich den Sparrow. Und bis der abstürzt, können wir wieder einen neuen Buzzard kriegen.